Was stellst du dir unter einem verborgenen Schatz vor? Truhen mit goldenen Talern und Juwelen? Oder denkst du moderner und ein echter Schatz wären Aktien eines Unternehmens oder zumindest Öl? Was ist, wenn wir sagen, dass ein wahrer Schatz Fisch sein kann? Ja, es gibt bestimmte Fischarten, die mehr wert sind als Diamanten. Bereite also dein Boot und die Angelausrüstung vor. Nach unserem Video möchtest du auf jeden Fall angeln gehen. Was macht Fisch so teuer? Die Qualität des Fleisches, seine Seltenheit und das Gewicht des Stücks beeinflussen den Preis. Zum Beispiel: Eine der teuersten Lachssorten ist der Taimen. Er lebt in den Gewässern in der Nähe von Sachalin und erreicht eine Länge von 2 Metern. Dieser Fisch wiegt 80 Kilogramm, wie 2 neugeborene Kälber. Wenn du einen Taimen fängst, kannst du mehr als 5.500 US-Dollar verdienen. Und wenn sich darin Kaviar befindet, ist der Gewinn sogar noch höher. Der Taimen ist jedoch auf der roten Liste Russlands aufgeführt. Aber reg dich nicht auf, es gibt Fische im Meer, die teurer sind. Wenn du einen wirklich großen roten Thunfisch fängst, bist du sofort Millionär. Aber lass uns das der Reihe nach durchgehen. Der Fugu-Fisch ist die gefährlichste Delikatesse der Welt. Wenn du auf Adrenalin stehst, bestellst du dir diesen zum Abendessen. Der ist nämlich extrem giftig, obwohl er eines der beliebtesten, leckersten und teuersten Gerichte der japanischen Küche ist. Im Fugu-Fisch befindet sich ein starkes Tetrodotoxin. Es ist hunderte Male gefährlicher als Cyanid. Es sitzt in den Eierstöcken, der Leber und einigen anderen Körperteilen. Trotzdem ist der Großteil des Fleisches sicher. Wie wird er gegessen? Der Küchenchef schneidet den Fisch so, dass kein Tropfen des Giftes auf das Fleisch gelangt. Jeder Fehler kann das Leben der Person kosten, die dieses vergiftete Stück isst. Aus diesem Grund dürfen in Japan nur Profis, die einen 2-jährigen Kurs absolviert haben, Fugu servieren. Darüber hinaus ist der Fisch selbst recht klein, kann aber je nach Größe zwischen 100 und 500 US-Dollar kosten. Für ein paar Scheiben des leichten, durchscheinenden Filets in einem Restaurant zahlt man ab 120 Dollar. Basierend auf den Statistiken der Gesundheitsbehörde starben von 2008 bis 2017 in Japan 6 Menschen an Fugu-Gift, während 230 nach einer Vergiftung ins Krankenhaus mussten. Aber die Mehrheit hat den Fisch selbst geschlachtet. Versuch also nicht, diesen Trick in deiner Küche zu wiederholen. Wie auch in Restaurants müssen Köche die giftigen Teile sammeln und sicher verschließen. Einmal im Monat wird dieser Abfall verbrannt. Dies ist das Ritual für einen kleinen, aber teuren Fisch. Nicht alle teuren Fische werden gefangen, um als Nahrung verwendet zu werden. Einige werden für Aquarien gefangen. Schon mal Goldfische gehabt? Schön, oder? Für manche Menschen sind solche Haustiere ein Statussymbol. Einer der seltensten und damit auch teuersten Aquarienfische ist der Perlenstachelrochen. Er ist ein kleiner Süßwasserfisch, der am Grund der Flüsse Brasiliens lebt. Das Muster auf dem Rücken ist faszinierend. Aufgrund dieses Musters ist er in schlammigem Wasser fast unsichtbar. Er ist 17 Zoll oder 50 cm im Durchmesser. Es soll furchtbar schwierig sein, ihn zu fangen. Darüber hinaus ist er sehr selten und reproduziert sich in Gefangenschaft fast nie. All dies macht den Perlenstachelrochen so teuer. 50.000 Dollar. Sowas halten sich nur arabische Scheichs in einem Aquarium, also die Elite. Eine andere seltene Art von Aquarienfischen heißt Arowana. Er wird Drachenfisch genannt und ist praktisch genauso alt wie Dinosaurier. In asiatischen Ländern wird davon ausgegangen, dass Wohlstand und Glück garantiert sind, wenn dieser Fisch zu Hause gehalten wird. Arowanas kosten eine astronomische Summe, 80.000 Dollar für einen Fisch. Sie leben im Süßwasser, in den Tropen und in Gefangenschaft werden sie bis zu 1,20 Meter groß, in Aquarien nur die Hälfte. Das Beeindruckendste ist jedoch ihre Fähigkeit, aus dem Wasser auf eine Höhe eines einstöckigen Hauses zu springen, also gut 3 Meter. Außerdem sind Arowanas wirklich schlau. Sie erinnern sich tatsächlich an ihre Besitzer und gewöhnen sich an sie. Sie lassen sich sogar streicheln. Krass ist, dass sie ein spezielles Organ über den Kiemen besitzen, das teilweise atmosphärische Luft verarbeiten kann. Aber Sammler schätzen natürlich nicht nur das, sondern die erstaunliche Färbung der Fische. Sie haben alle Farben und Schattierungen: grün, blau, orange, die alle ineinander übergehen. Aber es gibt einen Arowana, der komplett perlmuttfarben ist. Er sieht aus wie ein Silberregen.
Dieser Fisch ist der einzige auf der Welt, daher ist sein Preis selbst im Vergleich zu seinen Brüdern himmelhoch. Ein Geschäftsmann aus Singapur hat $400.000 dafür bezahlt. Der Versuch, ihm den abzukaufen, scheiterte, weil der jetzige Besitzer meint, dass dieser Fisch für ihn ein Kunstwerk ist. Stimmst du dem zu? Nun, das ist ein Kaluga-Stör. Er wurde von chinesischen Fischern Ende des Frühlings 2014 gefangen. 1.360 Pfund oder 617 Kilogramm. Ein solcher Riesenfang ist das eine. Ihn ins Boot zu ziehen und zu hieven und zum Hafen zu kommen ist das andere. Glaub mal, das haben die mit Flussangeln und einem kleinen Boot gemacht. Kannst du dir vorstellen, wie die Fische am Rand des Bootes sitzen und die Gefahr besteht, dass das Boot umkippt? Aber wie sie ihre Beute betrachten? Der Preis für den Kaluga lag bei $200.000. Warum so viel? Zuerst, weil er groß war. Zweitens hatte der Fisch 220 Pfund oder 100 Kilogramm Kaviar im Inneren. Eine solche Überraschung erhöhte den Wert ihres Fangs. Da fängst du einen Fisch und findest heraus, dass er ein wahrer Schatz ist. Nach dieser Bewertung wurde dieser Fisch in ein Tierzentrum gebracht, da er auch auf der roten Liste steht. Was für eine Enttäuschung. Oder was denkst du? Übrigens war das in der Geschichte nicht der größte Fang. Mehr als 80 Jahre sind vergangen, aber der Titel des größten Fisches, der jemals in den Flüssen Russlands gefangen wurde, wird immer noch von einem Beluga gehalten, einem riesigen Stör. 1922 hatte ein gewöhnliches Fischerteam in der Wolga einen Beluga mit einem Gewicht von 2.624 Pfund oder 1.124 Kilogramm gefangen. Und dieser legendäre Fisch hatte auch eine Überraschung, 150 Kilogramm Kaviar im Inneren. Mit dem heutigen Geld wäre der Fisch ungefähr $290.000 wert. Vielleicht ist es gut, dass die teuersten Fische geschützt sind. Was denkst du? Sonst wären sie ja nicht so groß geworden. Wenn wir diesen Fisch fangen, erhalten wir garantiert $10.000. In der australischen Stadt Darwin wollten sie Touristen anlocken. Die Organisatoren fingen 75 Barramundis und brachten spezielle Tags an. Da diese Fische in den örtlichen Stauseen reichlich vorhanden sind, sind die Chancen, einen zu fangen, wie in der Lotterie. Was passiert, wenn wir zwei oder drei gleichzeitig fangen? Dann bekommen wir automatisch $30.000. Das ist jedoch keine leichte Aufgabe. Aber es gibt einige glückliche Menschen. Der Fischer Liam Hale konnte den Barramundi mit einem Tag fangen. Er erhielt seinen Preis. Was? $10.000 sind nicht motivierend genug? Was ist, wenn wir dir sagen, dass einer der 75 Fische einen völlig einzigartigen Tag hat? Mit dem kriegst du $1.000.000. Die Chancen sind extrem gering, aber wer weiß, vielleicht wurde er bereits gefressen. Jetzt reisen wir zum größten Fischmarkt Japans. Der ist einfach ein unglaublicher Ort, der sich auf der künstlichen Insel Toyosu befindet. In den frühesten Stunden des Tages werden Tonnen von Fischen hierher gebracht, die frisch aus dem Meer geangelt wurden. Dann gehen sie in den Verkauf. Außerdem erreichen die Preise hunderttausende Dollar für einen Fisch. Die Atmosphäre dort ähnelt einer Börse. Aber anstelle von Maklern gibt es Fischer, Sushi-Köche und tausende von Touristen, die einen Fisch kaufen möchten, der garantiert frisch und lecker ist. Die Verhandlungen dauern einige Minuten, aber die Argumente sind sehr hitzig. Es scheint, noch ein paar Worte und der Samurai wird sein Katana unter dem weißen Gewand hervorholen und dann geben sie sich die Hand. Der beliebteste Fisch hier ist der Thunfisch. Hier wurden drei Preisrekorde aufgestellt. $178.000 für einen Fisch mit einem Gewicht von 238 Pfund oder 108 Kilogramm, $230.000 für einen Thunfisch mit einem Gewicht von 440 Pfund oder 200 Kilogramm und schließlich $730.000 für einen Fisch mit einem Gewicht von 593 Pfund oder 269 Kilogramm. Der teuerste Thunfisch wurde jedoch nicht von Japanern gefangen, sondern von einem gewöhnlichen, süßen Mädchen aus Neuseeland. Darüber hinaus ließ ihr Rekord die Verkäufer bei Toyosu weit hinter sich. Donna Pascans Fang wog 411,6 Kilogramm. Zum Vergleich, eine durchschnittliche Giraffe wiegt genauso viel. Unglaublich, oder? Und dieser Riese wurde mit einer Angel gefangen. Beneidenswert. Um den Fang zu machen, mussten sie viele Stunden kämpfen. Die Belohnung hat sich aber gelohnt. Das Rekordgewicht und die Rekordgröße bedeuten eine Rekordbelohnung. Bereit? Donna erhielt 2,02 Millionen US-Dollar. Und so könnte ein Angelausflug das Leben eines Menschen für immer verändern.
Denkst du, es kann keinen teureren Fisch geben? Du liegst falsch. Den absoluten Preisrekord hält ein Tigerhai. Er ist eines der aggressivsten und gefährlichsten Raubtiere im Ozean. Zusammen mit den weißen, stumpfen Nasen und Hammerhaien gehört der Tigerhai zu den 4 gefährlichsten Meerestieren für Menschen. Übrigens, basierend auf der Anzahl der Angriffe auf Menschen, belegt der Tigerhai nach dem weißen Hai den 2. Platz. Und das ist nicht überraschend. Als Tigerhai erreichte er eine durchschnittliche Länge von 16 Fuß oder 5 Metern, während er 1653 Pfund oder 750 Kilogramm wiegt. Wer brauchte so einen Fisch? Der berühmteste Sammler, Charles Saatchi, als Kunstwerk. Nachdem er gefangen und einbalsamiert wurde, kostete er 12 Millionen Dollar. Dies ist der teuerste Fisch, der jemals gefangen wurde. Der Zustand verschlechterte sich allmählich und Herr Saatchi verkaufte diesen Hai an einen Milliardär aus Connecticut, Steve Cohn. Was denkst du, ist das dumm oder ein neuer Modetrend, solche Geldsummen für einen Fisch zu verschenken? Vielleicht gibt es bald echte Galerien mit so etwas. Schreibe in die Kommentare, like und abonniere den Kanal. Wir wünschen dir viel Glück bei deinem nächsten Angeltrip.